Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium und spiritueller Coach, und in diesem Video gibt es ein Channeling der Aktorianer zur zweiten Septemberhälfte. Die Aktorianer sind schon seit 2, 3 Tagen in meinem Energiefeld und ich spüre, dass sie eine Botschaft für uns bereithalten. Ich habe sie schon mal gefragt und es geht eben um die aktuellen Zeitenergien, vor allem die, die jetzt noch so in der zweiten Septemberhälfte auf uns zukommen. Arcturus ist die Erde in 5D, also quasi ein anderer Name für unsere Erde in einer höheren Schwingung. Und wir sind sehr verbunden mit Arcturus, zum einen, weil wir gerade auf der Erde inkarniert sind, weil wir hier als Lichtbringer, Lichtarbeiter, Lichtarbeiterinnen unsere bestimmten Aufgaben erfüllen, um die Erde mit zu unterstützen, nach 5D aufzusteigen. Ich habe vor 2 Wochen ein Video aufgenommen, in dem es noch näher darum geht, dass du erkennen kannst, dass du eben schon immer mehr in 5D bist, dass du in diesem Prozess bist. Also schau es dir gerne an, wenn du möchtest. Und erzähle ich eben auch, dass die Erde, so empfinde ich das, mit ihrem Hauptkern, mit ihrer Essenz, schon seit Mitte Juni, seit wir diese besonderen Schumann-Frequenzen hatten, in 5D ist. Das heißt, es gibt die Erde, wie auch uns, in jeder einzelnen Dimension. Es hängt nur davon ab, wo wir unsere Energien, unsere Essenz gebündelt haben. Und viele sind von uns, wie die Erde, schon in 5D. Deswegen sind wir so besonders mit Arcturus verbunden. Es ist ein Name. In der geistigen Welt sind Namen natürlich auch Frequenzen und Schwingungen, wie auf der Erde. Aber je höher wir in den Frequenzen kommen, in den Dimensionen kommen, sind Namen nicht mehr ganz so wichtig. Nichtsdestotrotz, für uns ist es sehr hilfreich zu wissen, wer ist da, welche Energie unterstützt uns und warum fühle ich mich so verbunden damit. Und deswegen fühlen wir uns oftmals sehr verbunden mit den Arcturianern, teilweise auch, weil das unser Heimatplanet ist, von einigen von uns. Also wir kommen, gerade wenn du dir dieses Video anschaust, nicht ursprünglich von der Erde, sondern wir sind, als wir irgendwann der Urquelle entsprungen sind, auf einem Planeten oder Stern gelandet, in einer bestimmten Dimension. Und das ist unser Heimatplanet, unser Heimatstern. Dort sind unsere Sternenfamilien zu Hause, mit denen wir auch sehr stark verbunden sind. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wo du herkommst, wenn du dich selbst besser kennenlernen möchtest, noch stärker und intensiver und klarer Kontakt zu deiner Seele aufnehmen möchtest, dann schau dir gerne den Link an unter dem Video. Da geht es um meine Mediumsausbildung, in der du das und noch vieles mehr lernst. Und die gibt es gerade zum Aktionspreis. Also schau da gerne vorbei, klick mal auf den Button und du bekommst mehr Informationen. Also, Arcturus, die Arcturianer sind gerade da, weil wir schon immer mehr miteinander verbunden sind, weil wir immer mehr eins werden. Und ich bin sehr neugierig, was sie uns bringen möchten. Also, was für Informationen kommen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich möchte dir vorher aber erzählen, was uns so schon mal an Konstellationen erwartet in der zweiten Septemberhälfte. Zum einen, also wir haben heute den 12. September. Ist schon Portaltag. Das heißt, es kommen noch die ein oder anderen vereinzelten Portaltage auf uns zu. Das heißt, sehr hohe kosmische Einstrahlungen. Der Schleier zur geistigen Welt ist noch dünner. Dann geht es direkt am 15. September mit dem Neumond im Sternzeichen Jungfrau weiter. Also da geht es auch gerade mit der Jungfrau-Energie, mit dem Neumond um Neuanfang, Neustrukturierung, Klarheit. Wer bin ich? Was will ich? Es geht auch darum, sich gut zu erden. Also eben auch mit der 3D wie auch mit der 5D-Erde zu verbinden, sodass wir uns da wirklich gut verankern können, eben auch noch einen intensiveren Kontakt zur geistigen Welt bekommen. Dann ist Merkur nicht mehr rückläufig. Das heißt, es gibt wieder so einen Push. Also die Zeit bis jetzt war eben auch so viel zurückblicken, in der Vergangenheit noch das eine oder andere ablösen. Es sind Geheimnisse gelüftet worden und es werden sie noch. Und diese ganzen rückläufigen Planeten, die wir jetzt eben auch hatten, haben bei manchen so dieses Gefühl von Stagnation ausgelöst. Aber das war es nicht, sondern es war wieder diese Innenschau, diese noch stärkere Arbeit im Innen. Und da gibt es jetzt wieder eine Bewegung, die uns mehr nach vorne oder weiter bewegt, sagen wir so. Also eben auch wieder im Außen mehr in Bewegung versetzt. Also das ist dann eben mit dem Neumond einhergehend. Am Freitag ist das dann, glaube ich, der 15. September. Dann haben wir am 23. September die Tag- und Nachtgleiche. Das bedeutet, der Tag und die Nacht sind gleich lang an diesem Tag. Auch wieder keltische Energien da mit im Feld, in denen eben die Natur geheiligt wird, gefeiert wird, man selbst die Verbindung zur Natur stärkt, in der es auch wieder um diese Erntezeit geht. Erntedank, kommt dann zwar noch offiziell, aber in der wirklich diese Fülle da ist, dieser Reichtum da ist, den wir auch annehmen dürfen. In vielen verschiedenen Kanälen ist auch mal davon die Rede, dass am 23. September nochmal von der dunklen Seite sehr befeuert wird, dass da wirklich ein starker Aufbruch, ein Umbruch kommt. Ich habe mich da schon mal reingefühlt. Ja, es wird viel passieren, aber das Licht ist schon so viel heller. Deswegen
wird es uns, die wir eben auch schon mehr in 5D sind oder im Übergang in diesen Zeiten sind, gar nicht mehr so sehr betreffen, beziehungsweise wir sind mehr Beobachter, Beobachterinnen und wir geben durch unser Sein unser Licht mit hinein. Und deswegen, ja, spüre ich immer, wir sind darüber hinweg, egal was noch kommt von der dunklen Seite, wo noch aufgebauscht wird oder auch nochmal dieses letzte Aufbäumen ist. Wir sind drüber. Das ist wirklich das letzte Aufbäumen. Und egal, was da noch kommen mag, auch diesen Herbst, sei es nochmal vielleicht mit dem einen oder anderen Virus oder Lockdown oder was auch immer, wir können völlig entspannt da rangehen, denn wir sind beschützt, geführt und das ist wirklich nur noch ein letztes Aufbäumen. Und wir können unser Licht nochmal stärken durch alles, was da kommt. Und es hilft eben auch, den einen oder anderen noch zu erwachen, noch mehr Klarheit zu bekommen. Deswegen ist wieder alles gut und richtig. Und wir dürfen im Yin und Yang wieder das Schwarze im Weißen und das Weiße im Schwarzen erkennen. Also alles ist für was gut. Das ganze Universum. Auch die Arcturianer, sagen sie gerade, sind eben für uns da. Und wir sind auf Seelenebene so stark verbunden und wir sind so leuchtend, so beschützt. Also alles ist gut. Und was auch immer du da schon mitbekommen hast, sei im Vertrauen, spüre die Verbindung und dass du beschützt bist. Und dann haben wir am 29. September Vollmond. Ich werde da sicher nochmal ein extra Video dazu machen. Also da ist einiges schon mal los, so an Eckdaten, Eckpunkten, die jetzt in der zweiten Septemberhälfte auf uns zukommen. Und jetzt verbinde ich mich nochmal intensiver mit den Aquarianern. Und wir schauen bzw. hören, welche Energie sie uns auch bringen wollen. Also wir fühlen es auch. Du darfst dich gerne mit einklinken, wenn du magst, die Augen schließen, dich mit hineinfallen lassen, um auch ihre Energien noch stärker zu spüren. Und dann, wie gesagt, lassen wir uns mitteilen, worauf wir in dieser zweiten Septemberhälfte noch mehr achten dürfen, was für Energien auf uns zukommen. Unsere lieben Brüder und Schwestern, fühlt es, fühlt diesen Moment des Wandels. Es ist an der Zeit, aufzustehen. Setzt euch ein für euch selbst, für eure Wünsche, für das, was ihr tief in euch wisst zu sein und für die neue Welt. Ihr fühlt es. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, alles in die Hand zu nehmen. Jetzt ist die Zeit, Klarheit zu schaffen. Jetzt ist die Zeit, eure wahre Größe zu fühlen. Denn ja, ihr seid bereit. Was auch immer euch noch zurückhalten mag. Es ist etwas Altes, alter Ballast, Vergangenes, alte Wunden und sie sind abgeklungen. Ihr haltet lediglich mit der Erinnerung fest, also lasst es los. Es ist an der Zeit zu fühlen, dass ihr wahrhaftig bereit seid, bereit für das neue goldene Zeitalter, bereit für Arcturus, bereit für die neue Welt. Denn nichts weniger habt ihr euch erhofft. Für nichts weniger seid ihr eingestanden, habt ihr gekämpft. All die Inkarnationen, all die schweren Zeiten auf der 3D-Erde. Alles, was war, war die Vorbereitung. Alles, was war, war für eure Entwicklung, für die Wiederentdeckung eures wahren Selbst. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Es ist alles da. Es steht alles bereit. Lasst den Mangel los. Fokussiert euch nicht auf das, was vermeintlich nicht da ist, was nicht sichtbar ist, sondern seht mit eurem Herzen. Denn mit eurem Herzen fühlt ihr es, wisst ihr es, dass alles da ist, dass ihr da seid, dass wir Brüder und Schwestern eins sind. Ihr könnt es fühlen. Ihr wisst es tief in eurem Inneren, denn ihr fühlt es. Die Verbundenheit zum Kosmos, die Verbundenheit zu uns, zu euren Sternenallianzen, zu euren Sternengefährten, Seelengeschwistern. Ihr fühlt es, die Verbindung zur Urquelle. Es ist da und es ist jetzt an der Zeit, dass ihr es sichtbar macht. Sichtbar durch euer Sein und euer Tun, durch euer Wirken, durch eure Stärke, durch euren energetischen Kampfgeist. Setzt euch durch. Steht auf. Lasst euch nicht vom Außen beirren. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Lasst euch nicht zerstreuen. Bleibt fokussiert in eurer eigenen Kraft, in eurer eigenen Mitte, in eurem inneren Frieden. Denn das ist da. Es ist bereit. Ihr seid bereit. Jetzt ist die Zeit.
Legt all eure Schutzmäntel ab, legt all eure Ängste ab, legt all eure Zweifel und Ausreden ab, denn ihr seid bereit, jetzt aufzustehen, jetzt euren eigenen Weg zu gehen, jetzt eins zu sein mit uns, bereits jetzt in 5D zu leben. Lebt, lebt wahrhaftig, wacht auf, steigt aus all den Albträumen. Denn die neue Zeit ist da. Ihr spürt die Turbulenzen, den Sturm im Außen, doch fühlt es jetzt. Ihr seid der Mittelpunkt, das Auge des Sturms, das Zentrum eures Lebens. Ihr seid wichtig, ihr seid wertvoll. Ihr seid das Licht. Ihr, auch als Individuum, verändert die Welt. Wenn ihr in eurer Kraft seid, wenn ihr strahlt, wenn ihr aufsteht, wenn ihr euch einsetzt für euch selbst und die neue Welt. Wir nehmen euch an die Hand, liebe Brüder und Schwestern, denn wir sind da, wir sind eins. Fürchtet euch nicht, gemeinsam gehen wir den Weg. Ihr seid bereit, wir sind bereit. Vielen Dank an unsere Brüder und Schwestern von Arcturus. Mein Herz schlägt noch ganz schnell. Es ist diese Vorfreude, die ich in mir empfinde. Und ja, auch wenn es vielleicht eben im Außen noch turbulent wird, ich habe es vorhin gesagt, so fühlt es sich noch stärker an. Wir sind Beobachter, Beobachterinnen und wir geben unser Licht in die Welt hinein. Und wir können am stärksten strahlen, wenn wir unserem Herzen folgen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, wenn wir uns daran erinnern, wer wir wirklich sind. Und wie gesagt, da ist meine Mediumsausbildung sehr unterstützend, so dass du dich selbst, deine Verbindung zur geistigen Welt wieder entdecken kannst. Also klick auf den Link unter dem Video. Und es gibt gar nicht viel zu sagen, außer dass es wirklich wohl nochmal eine aufregende zweite Septemberhälfte wird mit hohen Energien. Und dennoch, wir sind bereit. Das hat sich bei mir eingebrannt, eingeprägt. Und das ist es. Also wenn du zweifeln solltest, nimm es an. Wir sind Menschen. Wir alle sind Menschen, Lichtwesen in menschlicher Gestalt. Und da gehört es manchmal dazu, zu zweifeln, Ängste zu haben, sich vor der Zukunft zu sorgen. Wenn du das fühlst, dann setz dich für einen Moment hin, atme tief ein und aus, spüre dein Herz, spüre deine Körpermitte, dein Zentrum, spüre, dass alles gut ist. Verbinde dich mit den Arcturianern, bitte sie um Unterstützung. Sie sind für uns da. Und das ist wundervoll. Und genau das ist es, was mich auch wieder in die innere Ruhe bringt und dieses tiefe innere Vertrauen, dass alles gut ist, dass das Licht bereits gesiegt hat und dass wir dennoch das Dunkle auch voller Liebe annehmen, denn es stärkt uns und es lässt unser Licht noch heller strahlen. Ich wünsche dir eine wundervolle zweite Septemberhälfte. Du wirst sicher in dem einen oder anderen Video noch von mir hören. Also abonniere gern meinen Kanal, um keins zu verpassen. Und ich freue mich über deine Kommentare, wie es dir mit den arcturianischen Energien gegangen ist und ja, wie sehr du dich in deinem Vertrauen fühlst oder vielleicht auch noch nicht ganz. Und von daher, wie gesagt, freue ich mich von dir zu lesen. Vielen Dank fürs Dabeisein, für dein Sein und dein Tun und alles Liebe für dich.